Hallo und herzlich willkommen zurück zum Metro 2033 Redux. Ich hoffe, euch geht es gut und wir... Oh, na sieh mal einer an. Der Konvoi wird beladen von einem Mann in einem Kran. Nettes kleines Detail. Nun, und ich würde sagen, wir gehen einen Schritt weiter. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Ich bin bereit. Wir haben unsere Waffe. Wir haben unsere Gasmaske. Wir haben unser Akkuladegerät. Wir haben Munition gekauft. Ich bin bereit. Bist du bereit? Dann los. Ich bin bereit. Der Mann im Kran. Du setz dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Ja, ich hab hey, alles. Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Sehr gut, dann fahren wir. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja. Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Ja, natürlich. Und wir verlassen... Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Genau. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Richtig. Und wir verlassen unsere Messestation und wir fahren fort. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Police gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Gute Fahrt. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam mich die Angst... Sevastopolskaya. Langsamer, Jungs. Ja. Was ist los? Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaya stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und... ich mag ihn einfach nicht. Sehr gut. Dann fahren wir. Tschüssikowski. Gute Fahrt. Danke. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Leuchtende Pilze. Wache den... Moment, ich sollte vielleicht nachladen. Das wäre nicht schlecht. Verdammt, tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Artyom. Klar, helfe ich. Ja, was? Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von was hier zur verschwinden. Hölle? Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Was soll das? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris? 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 Hey. Was zur Hölle? Mir? Leute? Oh.
Leute? Hallo? Was ist das? Hallo? Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Oh yeah! Schwarzer. Was tut er? Hör auf, nein! Verdammt! So viele Tote. Was tust du? Was wird das? Nein, hör auf! Hör auf, nein! Was zur Hölle war das? Ja. Was passiert? Was ist los? Hey, wach auf. Schnell, wach auf. Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Schnell. Scheiße! Das ist gar nicht gut! Schneller, schneller! Im Schatten bewegt sich was! Knallen Sie ab! Ihr schießt! Ich bediene den Heber! Schnell! Reload! 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 Schnell, schnell, schnell! Hier, du Arsch! Artyom, nimm meine Schrotflinte! Ja. Verdammt! Er hat ihn. Er hat ihn. Schnell! Krepier doch! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Krepier! Was zur Hölle? Krepier! Spart ihn den Buhl, Artyom! Spart ihn den Buhl! Nein! Hilfe! Wofür soll ich sparen? Ich habe dich gerettet. Krepier. Was zur Hölle ist hier passiert? Nichts. Verdammt! Da. Verdammt! Nein, 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 nein! Schnell verstecken. Hoffentlich sehen sie mich nicht. Was? Okay. Schnell. Schnell, 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 schnell. Nicht auf mich schießen! Komm hierher, schnell! Nicht auf mich, nicht auf mich! Nicht den Flammenwerfer benutzen! Gib ihm eine Chance! Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Ach du Scheiße. War das wirklich notwendig? Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Die freundlichen Leute haben bestimmt etwas für uns. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Genau, und den Partner gilt es erst einmal zu finden. Aber davor feiern wir noch ein wenig. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Artyom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft.
Auf, Artyom. Auf dich. Na, Strove. Ohne dich, Artyom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest deinen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf deine Gesundheit. Auf eure Gesundheit. Auf dich. Na, Strove. Artyom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Hallo, Schlampe. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Artyom. Auf euer Glück. Auf dich. Na, Strove. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, wenn ich Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefallen und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Horde Nosalis. Aber unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Ich frage mich, warum du als einziger nicht betroffen warst. Das frage ich mich auch. Danke, Junge. Wegen dir kann ich jetzt eine Menge Drinks verkaufen. Gern geschehen. Ich überlebe doch gerne. So. Und wir lesen einen neuen Eintrag. Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen. Geflüster, Gewimmer. Völlig geräuschlos und trotzdem hallt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht. Aber von so etwas habe ich noch nie gehört. Und ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. Das hatten wir. Ich bin gespannt, warum Artyom so schnell wieder aufgewacht ist. Redet ihr auch etwas mit mir? Ne, okay. Hier liegt Mohn. Ich glaube, der hatte schon ein bisschen zu viel. Hier kostet was ein Mün. Oh. Oh yeah. Das Lied gibt Stimmung. Das ist cool. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Okay. Nun gut, dann haben wir hier alles abgesucht. Hier liegt noch Mohn. Ich hab meine Rechte. Lass mich aus der Station raus. Was ist hier? Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Riga. Es interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Ein Menschenleben ist mehr wert als Stolz. Hallo. Na dann nicht. Hallo. Wer ist er? Was guckst du noch? Ich hab dir gesagt, dass der Boss beschäftigt ist. Nein, hast du nicht. Ich bestehe das erste Mal hier. Hallo. Ich dreh durch. Da. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte gerne. Ich ertrage es nicht mehr. Da. Danke. Bitte gerne. Solange ich habe, kann ich teilen. Ich glaube. Da, bitte gerne. Vielen Dank. Ein Eintrag.
Riga, Eintrag 2. Rischskaja. Zu Hause an der Messe hielten wir die Bewohner dieser Station immer irgendwie für Pechvögel. Ständig hatten sie Probleme, seien es ihre Schweine, die sich irgendein Getier eingefangen hatten, oder Lecks in den Tunneldecken, oder eine zu heftige Feier ihrer Händler, wegen eines guten Deals am Markt, wodurch alles Geld versoffen wurde. Die Leute von Riga sind nett und gastfreundlich, aber auch tollpatschig. Wir hatten immer Mitleid mit ihnen und haben uns auch ein paar Späße mit ihnen erlaubt, denn wir waren etwas Besseres. Wir von der Messe, wir kannten das Leben. Und jetzt beneide ich sie. Sie leben in Frieden, haben nicht einmal von den Schwarzen gehört. Und selbst jene, die doch davon gehört haben, glauben es nicht. Sollte ich jedoch scheitern, werden die Schwarzen diese Station in Windeseile auslöschen. Und diese fröhlichen, tollpatschigen Leute mit ihrem friedlichen, tollpatschigen Leben werden tot sein. Es wird Blut und Leere geben. Ich muss mich beeilen. Viel Zeit hast du nicht mehr, Artyom. Hallo? Hallo? Der Tunnel, der zum Markt führt, ist geschlossen. Warum? Jo, okay. Oh, hallo. Top ausgerüstet, wie ich sehe. Redet nix. Wieso redest du nix mit mir? Da steht ein Kind. Wow, bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Gib mir bitte ein paar Patronen. Da hast du. Danke. Bitte. Wow, ich würde gern mal auf so einem Ding fahren. Kannst du mir eine Patrone geben? Hallo. Redest du mit mir? Nein, dann redest du auch nicht mit mir. Da. Haha. Patronen gefunden. Was ist hier? Gar nichts. Hallo. Na, dann redest du halt auch nicht mit mir. Was ist hier? 2033. Überall liegt dieses Buch hier rum. Da ist auch nichts drin. Hallo. Was ist hier? Ein Schießstand. Richtig. Komisch. Beim letzten Mal hatten die Wetten abgeschlossen, ob ich was treffe. Naja, ist ja auch egal. Hallo, meine Freunde. Kommen Sie, schauen Sie. Ich schaue. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Ich schaue, probiere aus und kaufe. Anpassen. Diese Zieloptik aus der Vorkriegszeit macht das Zielen bei geringen und mittleren Entfernungen einfacher. Ohne jedoch zu viel vom Sichtfeld zu opfern. 25. Ich weiß nicht. Wie auch immer. Die provisorische Handgranate ist im Wesentlichen ein Stahlrohr, das mit Sprengstoff gefüllt ist. Sie kann jedoch sehr tödlich sein. Ist reserviert? Kommen Sie später wieder. So. Noch mehr kann ich nicht verkaufen. Der Rest ist reserviert. Sehr schön. Sehr schön. Brauchen Sie Moon? Dann fragen Sie mich. Jawohl, ja. Ich habe 12 Schuss. 42, 72. Das da.
Nun gut. Dann geben wir alles aus. Gern geschehen. So. Dann sind wir höchstwahrscheinlich top ausgestattet jetzt. Und ich würde sagen, den Rest schauen wir uns einfach mal in der nächsten Folge an, weil die Folgenlänge ist, glaube ich, schon wieder erreicht. Ihr hört es bereits, die Musik setzt ein, der Endscreen steht an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!